Hallihallo ihr Lieben, willkommen zurück zu The Forest. Wir hatten in der letzten Folge mal wieder durchgeknallten Besuch von unseren lieben Nachbarn bekommen. Dabei wollte ich doch einfach nur ganz friedlich hier an meiner Treppe und so bauen. Ich würde das jetzt auch weiter probieren. Da lasse ich mich natürlich nicht verunsichern von denen. Hier drin eigentlich noch Bäume jetzt da übrig? Nee, ich glaube, die waren alle weg, ne? Also muss ich ja raus. Mir die woanders herholen. Und ich hoffe wirklich inständig, dass sie keine Treppen klettern können. Denn dann haben wir ein Problem mit dem, was ich jetzt hier gebaut habe. Schauen wir mal, ob wir da vorne jetzt nochmal drei Bäume in Ruhe fällen können. Oder ob wir dabei gestört werden. Diesen total durchgeknallten Leuten. Dann müssten wir schauen, dass wir vielleicht doch mal nochmal in eine andere Höhle gehen. Das war ja das letzte Mal irgendwie nicht sehr von Erfolg gekrönt. Hier gibt es dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bäume. Da können wir so ein paar kleine Sachen bauen. So, und dann möchte ich eigentlich auch, sobald es dunkel wird, ins Bett kommen. Damit wir dann wieder einen ordentlichen Schlafrhythmus hier haben, zumindest im Spiel. Dass wir dann nicht immer so lange nachts warten müssen, bis wir schlafen gehen können. Das war auch wieder so ein komische Physik dieses Wagens hier. Was ich ja schon mal gut finde, dass die Eingeborenen offensichtlich nicht mehr diesen Wagen kaputt machen. Also ich weiß, ich hatte das vor längerer Zeit mal. Da haben die mir den Wagen immer kaputt gemacht und es hat mich immer tierisch aufgeregt. Weil man den dann immer neu machen musste. Ich meine, der ist ja nicht so schwierig zu bauen, aber es ist trotzdem jedes Mal nervig gewesen. So, okay, jetzt haben wir 12 und dann müssten wir schnell zurück und es wird nämlich auch schon wieder dunkel. Ich versuche mich zu beeilen. Hoffentlich ohne Unterbrechung. Dass da irgendwelche Typen wieder vor der Tür stehen. Von der Bauaufsicht oder von wo auch immer. Es wird aber ganz schön schnell immer dunkel. So, jetzt ist es wirklich stockdunkel.
Aber die perfekte Gelegenheit jetzt auch zu sagen, wir gehen jetzt ins Bett. Nase krabbelt. Immer wenn der hier so hochklettert, guckt er dann erstmal in eine ganz andere Richtung, als ich das wollte. Und ich verliere die Orientierung. Licht. Schlafen. So, Licht aus, Nachtruhe. Gute Nacht. Das hat auch gut geklappt. Wunderbar. So, und dann müsste man jetzt eigentlich auch wieder einen guten Rhythmus haben, dass man sich dann zu jeder Nacht, wenn die losgeht, auch schlafen legen kann. Siehst du, da wäre noch ein Fisch gewesen. Kann ich den jetzt noch nehmen? Und essen? Weiß ich nicht. Okay, gut. Ah nein, jetzt bin ich wieder ins Feuer gerannt. Das ist mir jetzt schon mal passiert, als ich. Ja, das geht doch wieder weg. Beruhig dich. Nur eine kleine Brandwunde an einem großen Zeh. Nicht so schlimm. Also war mir jetzt schon mal passiert, als ich hier ohne euch die Nacht abwarten wollte vor der letzten Folge. Und dann habe ich euch doch zugeschalten. Aber da habe ich das nicht mit dem Feuer euch gezeigt. Aber es ist mir nicht das erste Mal jetzt passiert. So, komme ich eigentlich auch von hier unten ran? Nee, muss ich immer hochsteigen. Blöd ist es echt, wenn die das dann hier benutzen können. Dann müssen wir das abreißen auf jeden Fall. Und dann das doch mal mit dem Kran versuchen. Also es ist durchaus möglich, dass sie das jetzt hier geändert haben und genau aus dem Grund dann auch den Kran eingeführt haben. Damit man halt eine Möglichkeit hat, auch trotz Schutzmauer noch hier seine Baumaterialien auf die andere Seite zu bekommen, ohne dass man hier diese Treppen bauen muss. Dann komme ich jetzt hier nicht mehr ran. Jetzt. Oh, weißt du, das ist jetzt das letzte Stück und dann kommt hier erstmal Gewitter. Fies. Okay, aber jetzt haben wir hier diesen Übergang. Wahrscheinlich hätte ich mir diese Plattform da unten sparen können, wenn die Treppen einfach so. Man hätte auch eine viel schönere Treppe bauen können, fällt mir gerade ein. Na egal. Ja, eigentlich, man konnte da so eine Treppe ja auch. Stückweise gleich bauen, also hier hoch, dann hätte ich das einfach auch runtersetzen können, welche in einer Treppe das wäre gegangen. Fällt mir jetzt ein. Na gut. Aber jetzt haben wir hier auch die Möglichkeit, Baumstämme über unsere Mauer zu tragen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es jetzt am besten weitergeht. Ich schau mal in mein Buch. Ach so, ja, bevor ich es vergesse, was wahrscheinlich Sinn machen würde, wenn wir jetzt hier die ganzen Leichen, sofern sie noch da sind, verarbeiten könnten. Aber die hier sind alle weg. Wie sieht es mit den anderen hier drüben aus? Die werden wahrscheinlich auch schon weg sein. Das ist natürlich schade. Da habe ich ein bisschen zu lange gebraucht für, mit allem. Sonst hätte ich nämlich die verbrennen können und aus denen noch besser, noch mehr Stücken Knochenkuss. Oh, seht ihr den Regenbogen? Ach, das ist ja hübsch. Das ist nicht idyllisch. Mit Regenbogen sogar hier. Ich glaube, ich auch noch nie gesehen.
Wenn ich jetzt noch ausstellen könnte, dass hier diese Symbole für das Haus gezeigt werden, wäre das doch hübsch. So. Ja, also, dann gucken wir noch mal, ob es noch irgendwas Sinnvolles gibt. Wir können ja mal versuchen, den Kran zu bauen. Einfach, weil ich mal wissen will, wie der dann funktionieren soll. Wo war er denn? Kran. Halt wirklich nicht, keine Vorstellung, wie das funktionieren soll. Ich würde mal hier an die höchste Stelle setzen, das macht vielleicht Sinn. Okay, dann kann ich das hochziehen. So. Bin mir halt wirklich nicht sicher, was er dann für eine Funktion hat. Und ob ich den jetzt auch so gebaut habe, dass ich darüber schwenken kann. Warte mal, das sieht so aus, als wäre das hier der Schwenkarm hier. Dieses Eck. Dann wäre das wahrscheinlich gar nicht sinnvoll, das so hinzustellen. Warte mal, ich setze das nochmal neu. Ich setze das nochmal neu. Wir wollen ja möglichst keine Baumaterialien verschwenden. So, dann drehe ich das nochmal so. Genau, dass der Schwenkarm dann hoffentlich an der richtigen Seite positioniert ist. Halt, wie gesagt, überhaupt keine Vorstellung, wie das funktioniert dann. Ich würde das jetzt mal so hier machen. Ja, also jetzt ist der Schwenkarm da und dann könnte ich mir vorstellen, kann ich von da so rüber schwenken, an diesem Gelenkarm entlang. Ich baue das mal. Ich habe gar nichts, nicht mal Ropes. Ropes kann ich doch. Genau, herstellen. Okay, remove all. Dann kriege ich doch bei so vielen Stück Stoff, die ich hier habe, müsste ich das doch problemlos herstellen können. Jetzt nicht mitgezählt. Wahrscheinlich kann ich hier nicht noch mehr Ropes tragen. Da würde ich die hier erstmal verbauen. Okay. Und jetzt da noch mal zwei brauchen. So, und dann bräuchte man noch mal 11 Loks. Gucken wir mal, dass wir die noch zusammenbekommen. Ich kann ja mal in die Richtung hier gucken, ob es da irgendwo Bäume gibt. Wo ich nicht ganz so weit laufen muss. Da ist einer, aber das könnte einer sein, an dem man schwer rankam. Ich muss hier natürlich auch wieder auf den erwünschten Besuch aufpassen. Hier hat man halt auch häufig das Problem, dass die Bäume ins Wasser fallen können. Das ist eigentlich alles nicht so ideal. Ich guck mal hier schnell ohne den Kahn. Also hier gibt es einen Baum. Der nützt mir natürlich nicht so viel.
Und da fällt wahrscheinlich die Hälfte eh ins Wasser. Ja, da werden wir doch noch die restlichen Bäume an der Stelle da vorne wegmachen müssen. Wo es prinzipiell hier doch noch den einen oder anderen Baum gibt. Wir machen das jetzt doch von hier. Wir brauchen ja bloß noch 12. Dann muss ich die halt ein bisschen zusammensuchen. Das soll jetzt nicht unbedingt das Problem sein. Kriegen wir schon hin. Den da drüben uns noch mitnehmen, denke ich mal. Da hat keiner was dagegen. Und wenn doch, ist es uns egal. Also, wenn der Kran nicht funktionieren sollte, so teuer war er jetzt ja letztendlich gar nicht. Das wäre also dann auch nicht ganz so problematisch, den abzureißen und dann entsprechend neu zu bauen, dass er dann funktioniert. Hier steht noch ein Baum. Das ist doch genau den wir noch brauchen. Und der, den wir noch brauchen. Keine Ausdauer mehr. Schlägt er nur noch in Zeitlupe zu. Ist auch wieder ein bisschen windig. Pack doch mal hier den letzten Baum. Okay, siehst du, oder seht ihr, da haben wir hier nochmal unsere Baumstämme bekommen, die wir brauchen. Ob ich von der Seite auch in den Kran dann rankomme zum Bauen. Das würde sogar gehen. So ideal. Und dann haben wir hier Klong. So, dann müssen wir, bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt hier funktioniert. Ob das funktioniert. Das sieht eher aus wie ein Fahrstuhl. Hier hoch. Irgendwie habe ich dann noch nicht ganz verstanden, wie das funktionieren soll. Also E und dann. Ach so. Okay.
Aber war das hier nicht zum Schwenken mitgedacht? Hätte gedacht, man kann hier dann noch rüberschwenken. Aber ich sehe jetzt nicht wie. Also ich kann hier hoch, das ist wie so ein Fahrstuhl. Was ja auch nicht schlecht ist, aber das verstehe ich dann nicht unter einem Kran, muss ich sagen. Hätte gedacht, zum Baukran, dass ich dann jetzt hier noch so rüberschwenken kann und da wieder nach unten lasse, dann baue ich, lege ich da irgendwas drauf und dann kann ich es wieder rüberziehen und runterlassen. Naja gut, das ist ja wirklich nur ein Fahrstuhl. So ein bisschen enttäuschend. Aber ja, gut. Wahrscheinlich ist das sogar noch besser als das, was ich da drüben gebaut habe mit den Treppen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. So, wir sind schon wieder hungrig. Wenn ich hier so auf die Zeit gucke, ist die Folge eigentlich auch schon wieder vorbei. Also die Treppen gefallen mir nicht. Das hätte man schöner bauen können. Kann ich das abreißen? Ich kann es wahrscheinlich kaputt machen. Aber einfach abreißen wird es nicht so ohne weiteres möglich sein. Gut. Dann lasse ich mir noch irgendwas schmecken. Verkohlter Fisch. Aber irgendwie hat es doch gegessen. Na gut, war bloß nicht so nahrhaft. Ich werde jetzt hier speichern, die Aufnahmesession erstmal wieder beenden, damit ich die Folgen dann auch noch rechtzeitig hochladen kann. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge weiter, was wir dann machen. Für heute sage ich auf jeden Fall erstmal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.